Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans und es steht wieder ein Kriegssupport an, der zweite hintereinander, einfach aus dem Grunde, das erste Video hat etwas länger zu schneiden gedauert. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch mal an, ist vielleicht der ein oder anderen Klick wert. Dieses Mal gibt es auch keine Live-Kämpfe, mir ist es aufgefallen, am Wochenende habe ich dafür die Zeit, den Live-Kampf oder manchmal auch zwei zu machen, aber in der Woche ist das zeitlich immer ein bisschen schwierig, ich versuche es natürlich, aber oft klappt das nicht und wir gehen dann somit in die erste Wiederholung. So, das ist mein Ziel und man muss sagen, der macht es mir natürlich sehr einfach mit meiner aktuellen Lieblingsarmee. Es ist einfach auch die stärkste. Es ist leider irgendwie doof für euch, dass ich euch nicht viel anderes zeigen kann, aber es ist nun mal aktuell mit Abstand die stärkste Armee, sowohl für Rathaus 9 als auch für viele Rathaus 10er. Zumindest höre ich davon immer wieder. Man sieht es, hier oben sind zwei Luftabwehren und zusätzlich noch die Clanburg. Natürlich gehe ich da oben rein und da ich da so leicht rankomme, habe ich mir dieses Mal vorgenommen, nur einen Golem zu nehmen. Dafür 6 Magier, 3 Mauerbrecher. Dafür trotzdem 4 Lavahunde, einfach weil hier an der Luftabwehr die Königin steht. Deswegen habe ich mir überlegt, brauche ich da ein bisschen mehr Power durch die Lava-Welblinge. Wenn allerdings da oben die beiden Luftabwehren fallen, ist das natürlich, spricht da alles dafür, dass das astrein funktioniert. Weil die Königin wird es nicht schaffen, von 4 Lava-Hunden die Welblinge zu töten. Und Ballons habe ich 14 Stück mit, damit ich ungefähr hier jeweils 2 setzen kann. Und für da oben nochmal unter Umständen etwas über habe. Also gehe ich hier oben mit dem Golem rein. Die Magier hinterher. Erstmal die 3 Gebäude weg. Beziehungsweise die 4, damit dann gleich meine Königin und der König in die Mitte laufen. Warum habe ich hier an der linken Stelle noch gewartet? Ganz einfach, weil der Bogiturm noch kein Ziel hatte. Der hätte den Magier sonst ins Ziel genommen. Und so konnte ich warten, bis der Golem im Ziel ist und dann die Helden hinterher. Dieses Mal auch komplett ohne Zauber da oben, weil es einfach so einfach ist im Vergleich. König gezündet. Hexe tot, Magier tot, alles gut. Jetzt hat die Königin nur noch dafür zu sorgen, dass die Luftabwehr fällt. Der eine Magier macht das sogar auf der rechten Seite. Nimmt ihr ein bisschen Arbeit ab. Hat natürlich auch noch einen Magierturm getötet. Das ist natürlich nicht verkehrt. Dann setze ich hier unten, wie gesagt, 3 Stück. 3 Lavahunde eben wegen der Queen. Und dann direkt da drauf den Wutzauber, damit die Welblinge etwas Power haben. Hier setze ich den Wutzauber weiter vorne, damit die Ballons schneller die Gebäude zerstören können. Man hätte es hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser machen können. Hier rechts ist mir noch ein bisschen viel Defensivzeugs. Da hätte man vielleicht noch 1 oder 2 Ballons mehr aufbewahren können. Allerdings seht ihr, wie dadurch, dass ich da oben keinen Zauber benutzt habe und 2 Luftabwehr fallen, habe ich einfach einen Overkill quasi an Wutzaubern. Hätte man vielleicht sogar besser noch einen Heilzauber mitnehmen können. Der eine Loon da oben, Bogiturm, ne, damit der stirbt. Und dann war die Verteidigung auch hinüber. Relativ einfach. Also wie gesagt, der Gegner, der war für mich natürlich extrem dankbar in meiner aktuellen Form. Und bin sehr dankbar, dass ich halt diese Base bekommen habe und nicht die von der 5 oder 6. Die Dörfer zum Beispiel haben mir nicht ganz so gut gefallen, muss ich sagen. Dann habe ich da den Wutzauber gesetzt, den übrig gebliebenen, damit die Zeit auch auf jeden Fall reicht. Ich glaube, es waren noch 30 Sekunden oder so über, also passt schon. Aber gehen wir doch direkt mal in die zweite Wiederholung. So, in dem Fall habe ich natürlich eine andere Armee gewählt. Aus dem einfachen Grunde. Hier stehen zwar Königin und Luftabwehr nah beisammen. Allerdings bin ich mir... Ich war mir zwar sicher, was in der Clanburg ist. Die kommt aber sehr spät. Bis dahin ist der Golem wahrscheinlich schon... Wäre schon kaputt. Und die Magier... wahrscheinlich auch. Ob die Helden dann geschafft hätten, die Clanburg zu töten, weiß ich nicht genau. Es kann nämlich sein, dass die dann hier hinter den Mauern stehen geblieben wäre. Deswegen war mir das zu unsicher. Da habe ich mir an der Stelle überlegt, die Luftabwehr steht relativ weit außen. Und ich meine nicht außen von wegen sehr weit außen am Rand, sondern sehr weit außen zwischen der ersten Verteidigung, die außen die Loons anprangern, also was heißt anprangern, die Loons anziehen, mein Gott, ich habe heute aber auch einen Kasper im Kopf, die Loons anziehen und zwischen der Flugabwehr, das sind jeweils nur 2.
Die Flugabwehr ist quasi das Zweite, was anvisiert wird. Deswegen lohnt es sich an der Stelle, von jeder Seite mit einem Lava-Hund reinzugehen. Und hier, wo die Königin ist, eventuell damit zwei. Da ich die Clanburg locke, das können wir ja schon mal machen. Muss sie natürlich auch sterben. Das mache ich wie immer mit den Helden. Königin setzen, damit sie die da hinten hinlockt. Und sobald dann der Magier oder die Magier gleich ganz gut anvisierbar sind vom König, absetzen. Dann tötet der König zum Beispiel schon mal den einen Magier. Magier machen viel Damage und deswegen müssen die sterben. Und dann war's das. Hier setze ich jetzt zwei Loons. Und dahinter die Ballons. Hier setze ich einen Loon. Einen Lava-Hund und dahinter die Ballons. Wie sage ich denn Loon? Und dann da oben auch einen. Und hier auch einen. Mit relativ wenig Ballons. Aus dem einfachen Grunde, die mittleren Gebäude, also die X-Bögen, die schießen ja auf die Hunde und Ballons, die unten gekommen sind. Deswegen halten da oben die Sachen ein bisschen länger durch, beziehungsweise man braucht da oben nicht ganz so viel Power. Da, wo man zuerst absetzt, braucht man im Normalfall mehr Power. Mein Gott, ich rede heute aber auch irgendwie Schwachsinn zusammen. Ein bisschen doof gelaufen hier, die Königin lebt relativ lange, wird jetzt zum Glück von den Lava-Welblingen getötet oder von dem runterfallenden Loon, ich bin mir gerade nicht so sicher. Hatte mir in meinem Kopf aber eigentlich ausgemalt, dass die gute Frau etwas eher stirbt. Dafür hatte ich mir in meinem Kopf nicht ausgemalt, dass meine Queen überlebt, was natürlich sehr geil ist, damit die auch noch aufräumen kann. Der Lava-Hund da unten, beziehungsweise da an der rechten Seite, lebt noch, aber mein Gott, das hat auch zeitlich alles gepasst. Und da war ich sehr froh drum. Endlich mal wieder zwei Kämpfe, die richtig gut gelaufen sind und nicht nur einer. Dann ist der Lava-Hund sogar noch explodiert, aber war an der Stelle sogar egal. Ich glaube, es war eine Luftmine. Und aus gegebenem Anlass gucken wir in den ersten Kampf von meinem zweiten Account. So, das ist eine relativ normale Schweinearmee. Zwei Riesen, um die Clanburg zu locken. Warum Riesen? Weil die einfach mehr Trefferpunkte haben als Schweinchen. Da halten die ein bisschen mehr aus. So, soweit so gut. Die Clanburg ist gelockt. Wahrscheinlich hätte sogar ein Riese gereicht, aber das wusste ich vorher nicht. Setze dann da einen Bogi, um die Clanburg zu locken. Ich hasse übrigens Lakaien in der Clanburg. Ich finde das ganz nervig, weil die so schnell sind. Also unter Umständen eine Überlegung wert, bei euch auch ein, zwei Lakaien reinzupacken. Dadurch, dass die so schnell sind, verbraucht man natürlich viel mehr Bogenschützen, um die Sachen so zu locken, wie man es gerne hätte. So, dann setze ich da den König. Alles soweit gut. Und dann in dem Moment, als ich den König zünde und irgendein Viech rumläuft, kommen die ganzen Skelettfallen und dadurch stirbt die Clanburg nicht. Ja, scheiße ist. Ich habe an der Stelle nichts mehr über. Nur noch Schweine. Und es war an diesem Punkt schon zum Scheitern verurteilt. Der Magier lebt noch. Und die Skelette auch noch, aber vor allem der Magier. Der Magier, der killt die Schweine mal eben so. Ihr seht das jetzt gleich. Es ist natürlich ein Fail. Es gibt aber da auch... Vielleicht hätte ich die Schweine nach diesem Fail extrem fächern müssen. Vielleicht hätte es dann geklappt, aber die vereinen sich ja an den Dings sowieso wieder. Ihr seht das, der radiert die fast komplett aus mit einem Schlag. So schnell kann auch der Heilzauber gar nicht hinterher. Und da reicht der eine Magier. So ein Schweinefail ist mir Ewigkeit nicht mehr passiert, seitdem mein Erst-Account irgendwie Rathaus 8 war nicht mehr. Und dann da noch eine Riesenbombe, das ist nicht so tragisch, da habe ich ja einen Wutzauber, aber natürlich jetzt gleich der Magier. Und somit sterben meine ganzen schönen Schweinchen und ich kriege nicht mal einen Stern und habe den Loot verschenkt. Aber viel wichtiger ist natürlich, haben wir trotz dieses Fails gewonnen? Haben meine Angriffe vorher gereicht und hat der Clan es geschafft, meine Fails quasi auszugleichen? Natürlich haben sie es geschafft. Im Moment ist die Clanleistung echt nicht schlecht, muss ich schon sagen. Bin ich schon stolz drauf, ein Teil davon zu sein. Ihr seht das, hier unten ist alles ausradiert. Dann bei der 14 ist was über, auch dann immer wieder 3 Sterne. Und 4, 5, 6 auch ein Stern. Wir haben bei den 10ern manchmal ein bisschen Probleme. Ihr seht das, bei der Nummer 2 nur ein Stern. Aber
wir haben den Vorteil, dass wir relativ viel 3 Sterne oben im Rathaus 9er Bereich holen. Das schaffen hier einige nicht. Also, oder unsere Gegner schaffen das meistens nicht. Was ich allerdings sagen muss, meine Base ist scheiße. Ganz ehrlich, ich habe das Layout ein bisschen bearbeitet, was ich in den Top 3 gesetzt habe, mit Doppelriesenbomben hier vorne. Leute, baut das nicht nach. Das Layout ist relativ einfach mit Lava-Hunden zu besiegen. Obwohl ich die X-Bögen wieder auf Luft gestellt habe, hatte ich lange Zeit nicht, weil ich dachte, das braucht man nicht. Naja, ich dachte ja auch noch in irgendeiner Folge relativ am Anfang, ach, Lava-Hunde, die werde ich sowieso nicht brauchen. Macht er sehr gut soweit. Ich finde es sehr kurios, dass der immer einen Lava-Hund setzt, dann die Loons und dann den nächsten Lava-Hund. Die Idee ist aber eigentlich schlau. Das müsste ich mir mal merken. Der Vorteil ist an dieser Taktik, die er benutzt. Der erste Lava-Hund wird anvisiert. Dann setzt man die Ballons. Und dadurch, dass die Ballons schneller kommen, als wenn man noch einen zweiten Lava-Hund setzt, sind die halt ein bisschen eher an der Luftabwehr. Allerdings hat es natürlich den Nachteil, dass keine Fallen ausgelöst werden unter Umständen. Und, hier hat er ein bisschen Glück, dass meine Königin jetzt gleich stirbt. Wäre die nicht gestorben, dann hätte das nämlich noch eng werden können. Wobei, ja doch, er hat seine Helden schon gezündet. Also es war nicht so souverän, aber ich hatte nach dem Kampf, der war der erste Kampf überhaupt, da hatte ich ein bisschen Panik, ob wir das gewinnen. Aber man muss sagen, deren Nummer 5, dieser Khan, ist schon mit der stärkste Kämpfer gewesen. Der hat auch noch ein zweites Mal 3 Sterne geholt, aber die Base würde ich im Moment nicht so nachbauen, wie ich sie hier habe. Ich werde wohl ganz bald neue Rathaus 9 CW-Dörfer vorstellen müssen. Und ich bin mittlerweile der Meinung, 1 Stern wäre perfekt, wenn sie den nur kriegen. Wenn sie 2 Sterne kriegen, ist das immer noch sehr gut. Bei starken Gegnern ist es nur wichtig, dass keine 3 Sterne möglich sind oder so schwierig, wie es nur irgend geht. Ich möchte an dieser Stelle auch niemanden jetzt aus dem ganzen Clan raussuchen, den ich zeige. Hier Phoenix, natürlich wieder 3 Sterne jeweils, aber das muss man jetzt ein bisschen relativieren. Er ist jetzt Rathaus 10 und die darunter sind Rathaus 9, deswegen der Drachenvater, extremes Pech bei der 5, 99% und wir hatten auch bei der 2 Pech, 49% und bei der 12, 96% vom Grün hier ohne Helden oder ohne Königin, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist es an diesen Stellen und da auch hier bei von Ico bei der 14, 94%, da dachte ich dann, oh, das könnte knapp werden. Es wurde dann zum Glück nicht knapp, aber ihr seht das ja, wir haben am Ende dann die Sterne geholt. Sie waren in Führung, aber dieses Mal haben wir es aufgeholt und zum Glück, würde ich sagen. War knapp, aber wir haben es geschafft. Und das heißt auch, unser Kriegs-, also Clan-Vorteile, 660 Punkte haben wir schon wieder von 3100. So weit ist es nicht mehr, aber das liegt halt auch an diesem Doppel-EP-Event. Und der Kriegslog wird langsam ein bisschen grüner. Hatten wir lange nicht mehr so eine Serie. Toi, 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 auf Holz klopfen. Dass das so anhält. Hier sind noch ein paar Niederlagen drin. Der Kriegslog ist ja mittlerweile deutlich länger. 72 Tage umfasst er bei uns. Aber seit 21 Tagen alles grün. Das finde ich schön. Und ich hoffe, euch hat es heute trotzdem gefallen, obwohl es nur so eine Standardfolge war. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Das Wetter soll ja gut sein, habe ich gehört. Ich nehme die Folge ein bisschen eher auf, weil ich weiß, dass ich heute keine Zeit habe. Und wir sehen uns morgen wieder bei einer normalen Folge Let's Play Clash of Clans. Bis dahin. Ciao, ciao.